Hallo Freunde und willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Heute einmal Pixel Heroes. Nach dem großen Erfolg von Final Fantasy ein weiteres rundenbasiertes RPG. Und tja, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Ja, das Testpersonal, das benutzen wir am besten einfach mal nicht. Wir spielen die erste Kampagne Fools of Radiance. Diese Kampagne ist sehr schwer, wie man sehen kann, aber lieber schwer als brutal oder irrsinnig. Willkommen in der Taverne. Einige tapfere Helden haben sich in diesen fernen Gefilden eingefunden. Sie sind auf der Suche nach Schätzen und Ruhm. Heuert drei Helden für euer episches Abenteuer an. Wen haben wir denn hier? Ich suche Dunkelheit. Dunkelheit suchen ist doch schon mal gut. Dort ist gezund, Junge. Alter, ja krass. Das ist ein Schattenmagier. Er behauptet als Kind, er könne mit Geistern sprechen. Faith Plus. Ah ja, Cartman, ich verstehe schon. Er ist letzte Woche den großen Baum der Stadt hochgeklettert. Ach, den größten Baum sogar. Krass. Er trägt immer frittierte Waffeln als Glücksbringer bei sich. Haarige Katzen sind seine eingeschworenen Feinde. Niemand bereitet getrocknete Goblin-Steaks besser zu als er. Er liebt es, zu hässlichen Herbergen zu gehen, wenn er betrunken ist. Das ist doch einwandfrei, den nehmen wir nicht. So, hier haben wir noch einen Demlich. Der Demlich, Magnus heißt er, ist ein Mensch. Als Kind hat sie sich selbst Magie zur Abwehr von Mobbern beigebracht. Sie bemerkt, dass in ihr eine unsichtbare Macht fließt. Manchmal füttert sie ihr stinkendes Schwein mit schwarzen Goldmünzen, wenn niemand zusieht. Sie wird von sauberen Tempeln seltsamer erregt. Ihre Lieblingsspeise sind süße Krautsalate. Sie hat sich einmal in ein hässliches Einhorn verliebt. Einwandfrei, die Leute hier stehen anscheinend auf hässliche und stinkende oder schwarze Dinge. So, ja, wen haben wir denn hier eigentlich? Noch ein Schwertli von den Zufall. Und ist ein Gestaltenwandler. Sie hat oft tollwütige Wölfe angelockt, als sie jung war. Sie hat am Morgen etwas Feuerholz gehackt. Sie fürchtet sich vor schwarzen Bechern. Sie ist stolz auf ihre Sammlung von blauen Goldmünzen. Sie liebt saftige Goblin-Steaks. Sie ist berühmt dafür, einen entstellten Hund in einem Duell besiegt zu haben. Das ist doch einwandfrei. Hier haben wir noch ein Kräuterzwerg. Das lest euch das bitte selber durch. Ich will das nicht alles lesen. Es ist echt lustig, aber deswegen lese ich euch das trotzdem nicht alles vor. Und hier haben wir noch eine Hexe, Abigail. Ja, die gefallen mir nicht. Neue Würfeln unbegrenzt? Oh, das ist aber nett. Habe ich das freigeschalten? Ich meine, ich habe das Spiel schon durchgespielt, also von daher... nehme ich auch ein bewährtes Team. Das, da ich jetzt unbegrenzt bin, aber denn hier eigentlich... Ein Xuxu von den Xinix, ein Hammerwächter mit 5 Life und 4 Stärke. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Der sieht aus, als könnte man ihn gut benutzen. Das sieht doch schon mal gut aus. Den nehmen wir. In seiner Kindheit war er niemals krank. Er hat vor kurzem ein schönes Buch gelesen. Gegen sein frittiertes Butterbrot liegt ein richterliches Verbot vor. Manchmal füttert er seine launischen Skorpionen mit grünen Zaubersprüchen, wenn jemand zusieht. Er wird von Gravitation seltsam erregt. Er hatte mal einen Streit mit freundlichen Schweinen. Ja, gut, den nehmen wir. Vorausgesetzt, wir haben denn noch den Rest? Was bist du denn? Ah, nee, sorry, ein Geomant, ein Erdmagier? Nee, wir haben keinen Healer. Das ist doof. Den Hammerwächter hätte ich genommen, aber wir haben keinen Healer. Das ist das Doofe an der Sache. Esmeralda, Mensch, ein Healer. Sehr gut. Warte, ist Faith oder ist Innet Heal? Das bin ich gerade unsicher. Warte. Faith ist Healing. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier einen Krieger. Dann haben wir hier einen... Nee, warte, wir nehmen den Demlich als Kampfmagier und wir nehmen den Priester, nicht den Piraten, den Priester als Healing. Garth ist ein ganz toller Name. Wir nennen ihn mal Olaf. Und das hier ist... Olaf. Ja, Geversolaf. Ja, genau so sollte der heißen. Das hier, das ist Olaf. Und das hier, das ist ganz eindeutig... Petra. So. Perfekt. So, bin stolz. Sehr gut. Ich würde sagen,
Dann können wir loslegen mit Olaf, Olaf und Petra. Im nächsten Hafen. Schlechte Entscheidung, so ist das also. Ich gehe jetzt joggen. Enttäuschend. Grüß Gott. So sei es. Gut. Da Haribert. Höret, das Ende ist nahe. Gewahrt meine Worte und bereitet euch vor. Ein uralter Kult hat seinen Fuß in dieses Land gesetzt. Sie nennen sich die Söhne des Morgengrauens und beten eine Kreatur aus alter Zeit an. Sie werben überall auf der Insel um Streit auf ihre dunkle Sache. Ich fürchte, sie wollen jenes erwecken, welches lieber schlafen sollte. Ein dunkles und böses Wesen, ein Zerstörer von Welten. Verbringt eure letzten Tage weise und bewusst. Wir werden uns wieder begegnen, wenn die Zeit für eure letzte Quest gekommen ist. Gut, hier haben wir Antea, hier haben wir Sapphire, hier haben wir einen Elefanten, der eine Quest für uns hat. Hier haben wir Cooper, hier haben wir Crafty mit seiner Schmiede. So, wir gucken jetzt erst einmal in unser Inventar. Was haben wir denn hier alles Schönes? Wir haben Faith und Immunität gegen Betäubung. Das sieht doch schon mal gut aus. Bitte schön, das bekommst du gleich mal drauf. Was haben wir hier? Dexterity und Init. Die bekommst du. Und hier haben wir... Ja, Leben hast du eh genug. Da kriegst du Faith und... Wobei... Ach komm. Da machen wir das so rum. Obwohl dieses Life Minus... Nee, das Life Minus ist, glaube ich, doch am besten bei ihm aufgehoben. Bei unserem Barbar aufgehoben. So, mache ich nicht gerne, aber hey. So, dann können wir jetzt zur Schmiede gehen und verkaufen das Teil hier. Aber bevor ich irgendwas mache, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Hier ist der äußerste Rand der Stadt. Ein Ausrufezeichen Ausverkauf. Miyamoto und Sakaguchi Ausrufezeichen Ausverkauf. Sonderangebot! Können wir euch für die modernsten magischen schwebenden Ausrufezeichen begeistern? Was, ihr seid Helden? Nein, wir verkaufen nur an verzweifelte Bürger. Okay, dann halt nicht. Wen haben wir denn hier? Mustagio. Die Krux mit dem Köcher. Goblin Außenposten. Hallo, les gens, ich grüße euch. Darf ich eure Wohlwollen in Anspruch nehmen für den armen alten Abenteurer und Veteranen, wie ihr es auch zukünftig sein wollt? Wisst ihr, als ich La Premiere Temps meine Füße auf diese Insel setzte, wurde ich von bösartigen Münstern ausgeraubt. Ich habe alles verloren, meinen Bögen, meine Decken und sogar meine Anspiegel. Oh, als ich in dieser Stadt ankam, hatte ich nur meine Jacke und meine Strumpfes an. Würdet ihr mir meine Ausrüstung zurückbringen, s'il vous plaît? Ich belohne euch natürlich. Ja, nee, mal gucken. Sacre bleu, warum helft ihr mir nicht? Ihr wisst wohl nicht, wer ich bin. Wo ich herkomme, da würden die Leute niemals eine Sekunde auch nur zögern, um dem mächtigen Mustachio zu helfen. Aber scheinbar kennt mich niemand ihr. Welch Schande. Ich werde diesen unverschämten Barden finden und dann wird er mich doppelt und dreifach zurücksollen. Oh, ich bin großartig. Crafty. Hallo, habt ihr denn Interesse an Schafen und Spitzen denken? Na, da seid ihr bei mir richtig. Ich arbeite nur mit den allerbesten Materialien. Seitdem die tiefen Minen wegen des großen Kriegs zerstört wurden, kaufe ich meine Rohstoffe hauptsächlich bei Abenteurern, die mir alte Waffen abladen, die sie auf ihren Reisen gefunden haben. Ich schmelze sie ein und schmiede sie zu neuen Waffen. Manchmal sind einige Teile von alter Magie oder Elementargeistern beseelt. Ich weiß nie, was beim Schmieden am Ende rauskommt. Aber das brauche ich euch nicht zu kümmern. Meine Ware hat eine 6-monatige Rückgabegarantie. Außer bei unsachgemäßer Handhabung natürlich. Schaut euch ruhig um. Nur die besten Waffen. Cooper. Oh, hallo, verzeiht, aber ich möchte gerade nicht reden. Ich traue um meine grausam getötete Mutter. Banditen haben sie ermordet, als sie die Höfe vor der Stadt gebrandschatzt haben. Jetzt ist meine Mutter tot und meine kleine Schwester und ich sind ganz allein. Mutter hat als einzige von uns Geld verdient, hätte ich doch nur auf sie gehört und meinen dummen Traum vom Helden darin aufgegeben. Was hat es mir denn gebracht? Ich habe nicht das Böse bekämpft, sondern Katzen gefunden und wurde von Goblins vermöbelt. Ich bin ein Nichtsnutz. Wie kann ein Verlierer wie ich sich um eine kleine Schwester kümmern? Wenn ich doch nur nicht versucht hätte, ein Held zu sein, meine Mutter würde noch leben. Welch eine Versuchung. Was, in die Kirche zu gehen oder was? Jidin. Jidin? Saaten des Karma, der Totenacker. Hilfe braucht Jidin von Helden. Saat verlor ich. Hab.
Saat sehr wichtig. Hä? Seit wann kann man denn mit ihm reden? Naja. Hilfe braucht Chidin von Helden. Saat verloren. Ich habe Saat sehr wichtig. Xinix, wir brauchen Xuxu-Frucht immer wieder. Xuxu-Frucht hier nicht wächst. Krank ist Chidin, weil kein Xuxu bereits. Helfen bitte, Geschwister. Saat, ich habe gehabt bei mir als angekommen von Schiff. Weg von Stadt. Ich habe verloren Saat. Ihr könnt finden? Mal gucken. Na gut, Xuxu sehr brauche ich. Xuxu nicht esse ich, sehr krank bin. Chidin, tun jetzt was? Hey, hast du ein Problem? Hallo meine Freunde, ich könnte mir mittlerweile meine Reise nach Diamantia leisten, aber ich werde noch etwas länger in dieser Stadt bleiben. Es ist wirklich sehr interessant, so viele unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Diese Stadt ist scheinbar ein wahrer Schmelztiegel. Habt ihr den Typen gesehen, der wie ein Elefant aussieht? Der gibt sich hier wirklich viel große Mühe mit der Sprache. Ich habe wirklich überlegt, ihm zu helfen. Mir scheint so verloren. Bestimmt ist er von sehr weit weg. Ich weiß, wie das ist. So habe ich mich auch gefühlt, als ich in dieser Stadt zurückgelassen wurde. Man fühlt sich ganz fremd und einsam. Und die letzte, werte Dame Antea. Oh, ihr sprecht zu mir. Da müsst ihr aber wirklich mutig sein. Nachdem ich nun weiß, was ich bin, könnte ich verstehen, wenn ihr euch von mir fernhieltet. All die Nachforschungen für die Rituale haben mich nicht nur zu meinem Geliebten hergebracht, sondern mir auch gezeigt, was ich bin. Ich bin eine Banshee. Schon vor einiger Zeit bin ich wohl gestorben. Irgendwie bin ich ja ohne das Wissen um meinen Zustand erwacht. Meine Entschlossenheit, meinen Mann zu retten, haben mich in dieser Welt gehalten. Nur weiß ich wenigstens, warum ich die letzten Zeit weder geschlafen noch gegessen habe. Und naja, das Klagen ist manchmal ganz nützlich. Es hält irgendwie sie von Räuber fern. Help, wahrscheinlich. So, entweder die Goblins oder wir gehen. Ich glaube, wir helfen Jidin. So, Jidin. Das heißt also, wir brauchen gute Sachen gegen die ätzenden Viecher von dort unten. Und gute Sachen gegen die Viecher von dort unten heißt für mich, was hat der eigentlich an Ausrüstung? Okay. Gute Ausrüstung gegen die Viecher von dort unten heißt für mich, dass wir das Ding verkaufen und uns das Ding hier gönnen. Und ja, das ist wahrscheinlich immer das Schlechteste, wenn wir uns das hier auch holen. Was hat denn der drauf? Blut und... Ja, wir gucken erstmal, was wir hier in der Bibliothek noch haben. Einen schönen Tag wünsche ich euch, junge Abenteurer. Willkommen in der Bibliothek von Pixton. Ich heiße Isadora und bin die Bibliothekarin. Diese Bibliothek wurde kurz nach dem Krieg vom Bürgermeister Katze Catwick gebaut. Im ersten Stock hängt ein Bild von ihm. Ist er nicht süß? Bücher waren vor dem Krieg verboten, aber Bürgermeister Catwick ließ diese Bibliothek erbauen, gleich nachdem er gewählt wurde. Die Menschen sammelten daraufhin Bücher und Manuskripte und brachten sie her. Catwick schwor, dass ein Junge ein jeder Zugang haben sollte zu diesem Ort des Wissens, unabhängig von Erbe für Kultur. Er hoffte, die Menschen hätten keine Lust mehr auf Krieg, wenn sie gebildeter wären. Habt ihr schon mit meiner Schwester Serena kennengelernt? Habt ihr sie kennengelernt? Sie liebt ihr Pics und beschwert sich immer über die jungen Abenteurer. Redet doch mal mit ihr. Möge euer Weg zur Erkenntnis führen. Jo, das brauchen wir. Das können wir uns sogar leisten. Das brauchen wir. Im Gegensatz zu dem hier wahrscheinlich, oder? 30, 35. Jupp. Kann der hier weg? Jetzt können wir uns zwar nichts mehr leisten, aber immerhin haben wir uns jetzt gut gewappnet. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen im Vorteil, da ich so ungefähr weiß, was uns erwarten wird an Gegnertypen. Abenteurer, ihr seht einen jungen Abenteurer am Straßenrand stehen. Guten Tag wünsche ich euch. Ihr seht mir nach einer akzeptablen Gruppe Helden aus. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Ich muss für meine Quest einen Troll jagen und der Rest meiner Gruppe wurde ohnmächtig geschlagen. Wir helfen. Super, ich wusste, ihr habt drauf. Seid vorsichtig, er kann sich regenerieren. So. Der Regen-Troll. Ah, das finde ich nicht so nett von ihm. Bam. So, das ist schon mal weg. Troll setzt Trollen ein. Olaf blutet. Naja, Olaf blutet. Erstmal so ein Feuerball, Junge. Kniff. Ja, da wir die erste Kampagne spielen,
nehme ich die ganze Sache erstmal nur halb so ernst mit Heilen und so und drum und dran und pipapo. Immun gegen Befallen, das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Einzelne Heilung. Okay. Haha. Hosenkriecher setzt Kniff ein. Ich kann euch voraussagen, für die anderen Kampagnen, Blut und Gift und Feuer, das wird so ätzend werden. Und wir haben die leichte Kappe der Langeweile und die Haube der Schlange. Ich glaube, die Haube der Schlange ist ganz gut für dich. Das hat zwei. Das hat auch zwei. Okay. Und das hat nur ein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber mir wurde gerade auf Steam geschrieben. Ich sage mal nein. Falls ihr das lesen könnt, falls ihr es nicht lesen könnt, dann lasst euch sagen, es ist nicht wichtig. Wer haben wir denn hier? Eine Banditengruppe. Drei Gestalten in grünen Hemden blockieren euren Weg. Sie schwingen eindrucksvoll ihre Knüppel. Tja, best für euch. Wir sind die berüchtigten Brüder Grünig und wir sind gekommen, um euch von der schweren Last eurer Beute zu befreien. Erspart euch den Ärger und händigt all eure Besitztümer aus. Tja, ich würde sagen, der Typ unten rechts hat Pech gehabt und wir bekämpfen sie. Die Helden greifen zu den Waffen. Die gefährlichen Gebrüder Grünig also. Was haben wir denn hier? Ein Zombie-Biss. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, das war Bandit Nummer 1. So, wir werden erstmal nochmal zur Heilung greifen. Und ja, komm, Zombie-Biss. Zombie-Biss ist immer gut. Bei solchen Kampfstäben hier, für euch, die vielleicht auch Pixel Heroes spielen, für Kampfstäbe ist es wichtig, ob man den ersten oder den zweiten angreift. Denn für den ersten, das ist Nahkampf, zählt die Stärke. Und für den zweiten, das ist Fernkampf, zählt Dexterity. Das heißt, selbst wenn wir den zweiten angreifen könnten, ist es ziemlich klug, das nicht zu machen. Da man einfach, ja, somit wesentlich weniger Schaden anrichtet. Gut. Das ist ja fast dasselbe, gell? Ja, du brauchst ja eh die Init, also von daher verzicht mal lieber auf Dexterity. Jo. Ja, wir haben jetzt halt keinen Bogenschützen bei uns. Ekelhafte Fliegen. Die Straße wird durch einen gewaltigen Schwarm blutsaugender Fliegen blockiert. Feuer! Einer eurer Helden entzündet eine Fackel und versucht, die Fliegen zu verscheuchen, aber das scheint sie wenig zu beeindrucken. Noch mehr Gruselkriecher. Ekelhafte Viecher. Olaf ist krank. Ja, Olaf macht nur noch halb so viel Schaden. Gruselkriecher ist brennend. Ich mag Brand. Nicht, wenn wir ihn selber abkriegen, aber sobald wir ihn auf irgendjemanden einsetzen. Brand ist mega. Auch wenn Olaf jetzt befallen ist. Also beide Olaf sind befallen. Ja, ich hätte die vielleicht nicht beide Olaf nennen sollen. Ah, was wir übrigens mal machen, ist der hier. Heilung, Einzel mit Rage. Nee, das lass mal sein. Ich habe übrigens jetzt in der ersten Folge leider noch keinen Überblick über Zeiten. Also Folgenlänge und so, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber das ist jetzt unser erster Dungeon, der Totenacker. Olaf hat eine 90%ige Chance, also probiert erstmal. Ihr entdeckt einen blasphemischen Altar. Jemand sollte einen Exorzismus durchführen. Scheinbar fordert dies ausreichend Glaube und Olaf hat es geschafft. Und Level Ups. Level Ups nehme ich immer nur das, was am meisten bringt. So, warte mal hier. 33 physisch, 40 physisch. Und Wasser nützt uns hier nicht viel. Da muss ich mal ganz kurz auf den Skillbaum gucken. Greif gegen Würm. Okay, das heißt, das nützt uns sogar wirklich was, das Teil hier. Auf jeden Fall mehr als das, weil dagegen sind die meisten hier immun. Also rüsten wir uns mal damit aus. Partyheilung, 6 Partyheilung, 7 Partyheilung. Das ist jetzt schon wieder was Schwereres, eine schwierigere Entscheidung. Entweder wir haben 54 Heilung und kein Buff dazu, oder 36 Heilung, aber mit mehr Schild.
Ich würde mich wahrscheinlich erstmal gegen den Schild entscheiden. Dann können wir mal... Oder was könntest du eher gebrauchen? Ne, kriegst du das. So. Weiter geht's. Raum 2. Die ersten richtigen Gegner. Kabam. Und genau deswegen haben wir uns für die Luftfähigkeit entschieden. Dagegen die Feuerfähigkeit und die Lich weiß ich gar nicht, was das ist. Aber ich glaube, bei Lich ist es eh am klügsten, wenn wir den mit einer nicht-magischen Attacke angreifen. Bist du magisch? Nee, du bist physisch. Okay, nehmen wir das. Fail. Ja, okay, der ist verflucht, also von daher. Ja, 15. Zieht halt nicht viel ab. Das ist das Problem. Magier haben immer so ein bisschen höhere Magieresistenz und Krieger dafür höhere physische Resistenz. Was haben wir hier? Nö. Ja, das ist schon mal besser als der hier. Der zerfleischende Knüppel der Stärke. Ich würde sagen, wir machen noch den Kampf und den nächsten. Und dann war's das für diese Folge. Oh, der hat das sogar überlebt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Olaf ist krank. Natürlich ist Olaf krank. Wir heilen erstmal Olaf. Aufschlitzen. Also jetzt Olaf auf den Typen drufen. Danach kann Petra das Vieh mit einem effektiven Angriff weglatzen. Und dann kommt gleich nochmal Olaf dran. Im Kampf gegen die Zombiene. Obwohl, erstmal heilen wir Olaf. Stechen. Ja, gut. Solange dieser Wurm nicht rauskommt, dieser Wurm, der zieht so mega viel ab. So. Oh, oh, oh. 29, 39. Aber damit schaden wir zwei Leuten. Ich bin unsicher. Ich bleib erstmal dabei. Ja, ich bleib erstmal dabei. So. Ah ja, okay. Noch ein Schatzraum. Dafür brauchen wir, glaube ich, Dexterity. Ja, ich würde sagen, wir probieren es mit Petra. Aber da die angeschwächt ist, zerschlagen wir das Teil einfach. Da kriegen wir ein bisschen schlechtere Sachen und kriegen ein bisschen Schaden, aber das Ding ist kaputt. Wir kriegen die Gegenstände und wir leben alle noch. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Ah, jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass das Ding kaputt gegangen ist, aber... Bams. Und... Ja, Knochen ist legendär, den behalten wir mal. Das kommt weg. Das können wir noch wegschmeißen. Den können wir wegschmeißen. Den können wir wegschmeißen. Komm, den einen Kampf machen wir noch, weil das gerade kein Kampf war. Ich hätte uns erstmal heilen sollen. Wie ich gerade feststellen muss. Das Ding. Es lebt. Petra. Wenn irgendjemand von uns kaputt geht, ist es nicht so klug. Die Zombiene. Sehr gut. Das war das Vieh. Dann jetzt einmal stechen. Und gleich noch einmal den Luftzauber. Rüstung durchbohren, ja, das nützt ja auch nicht mehr viel. Jetzt einmal den Luftzauber und das war's dann mit dir, du Skelettkrieger. Ciao, Kollege. Ja. Ja. Und so. Jetzt schmeißen wir noch das Ding raus. Das Ding raus. Und das. Ja. Ja, das Ding raus. Und das Ding raus. Und dann verabschiede ich mich von euch, Leute. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Pixel Heroes wieder. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt genauso wie mir. Und ja, mal schauen, was uns denn für ein Endboss am Ende des Totenackers erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.